So einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Tickmill Trading Bootcamp. Heute mit dem Beginn des zweiten Moduls, Modul Fundamentalanalyse. Wir werden heute eine kleine Einführung machen, uns mit den volkswirtschaftlichen Hintergründen so ein bisschen auseinandersetzen. Wir werden heute einen Blick werfen auf eine wichtige Kennzahl namens Bruttoinlandsprodukt. Wie auch schon im Modul Technische Analyse will ich natürlich alles Mögliche versuchen, auch wenn die Beispiele aus der Historie sind. Also das heißt, ich habe zum Beispiel im Zusammenhang mit Wirtschaftswachstum, Leitzinsanhebung und dergleichen, habe ich dort die Entwicklung in Neuseeland als Beispiel genommen. Das kann man auch in dem Teachable-Kurs ja sehen. Da habe ich dann einen Neuseeland-Dollar-Chart, einen Wochenchart, eben im Zeitfenster von 2002, glaube ich, bis 2005 und habe das anhand dessen illustriert. Und die Abwärtsbewegung oder das Abdriften in eine, ich sag mal, Rezession und vor allem auch welche Maßnahmen dann seitens einer Notenbank ergriffen werden, das habe ich dann anhand des Beispiels EZB und Maßnahmen dann in Bezug auf die, ich da, ja, nee, große Depression war es nicht, das ist vielleicht ein bisschen zu dramatisch, aber die Wirtschaftskrise eben 2008 infolge des Platzens der Hypothekenblase in den USA, habe ich das dann gezeichnet. Nichtsdestotrotz, in Anbetracht der Tatsache, dass wir letzte Woche am Donnerstag ja die EZB-Leitzinsentscheidung dort hatten, haben wir ein aktuelles Beispiel. Da gibt es auch einige sehr interessante Entwicklungen jetzt in der Tat, die man auch dann in diesem Zusammenhang hier mal mit einfließen lassen könnte. Also wir nehmen dort das aktuelle Beispiel. Wir werden auch im Zusammenhang mit QE zum Beispiel, auch da ist als wenn man es hätte nicht besser schreiben können, ehrlich gesagt. Letzten Freitag dagegen eine Meldung über den Ticker. Der ein oder andere hat vielleicht auch die Entwicklung im Goldchart beobachtet und hat einen riesen Push dort gesehen auf der Oberseite, Attacke auf die 1300er Marke. Ich habe das ja schon seit einiger Zeit auf dem Schirm und erinnert euch dran, wir hatten jetzt vor anderthalb Wochen auch im Bereich technische Analyse und dort eben in den Chart-Pattern hatten wir ja auch ein bullisches steigendes Dreieck gezeichnet gehabt, was dann ja bereits am Folgetag nicht mehr gegeben war, weil der Goldpreis nach unten wegbrach. Aber nichtsdestotrotz haben wir ein insgesamt bullisches Szenario gezeichnet. Und das scheint sich jetzt mehr und mehr eben zu entwickeln. Und der Grund dafür findet sich auch in einer fundamentalen Nachricht, nämlich in jener, dass die Fed in Betracht ziehen könnte. Zumindest die Spekulation hält sich. Also es ist noch keine offizielle Meldung diesbezüglich beim Ticker gelaufen. Es war erstmal nur ein Artikel, wenn ich mich recht entsinne, im Wall Street Journal. Wonach eben dann hier gesagt wurde, dass man dieses sogenannte Quantitative Tightening eben erst einmal aussetzt. Und damit ist gemeint die Reduktion der durch dieses QE-Programm die Anleihe aufgeblähten Fettbilanz. Also das heißt, diese hat man ja stückweise jetzt begonnen zu reduzieren. Die ist auf über 4,6 Billionen US-Dollar angeschwollen und jetzt beginnt man eben peu à peu dort eben Anleihen in den Markt zu geben und diese eben entsprechend zu reduzieren, was auch dazu geführt hat, zum Beispiel, dass die Zinsen angestiegen sind. All das werden wir im Laufe dieses Events hier sehen. Und auch das ist natürlich ein super gutes Beispiel, wo wir das auch anhand der aktuellen Entwicklung wunderbar eben entsprechend dann abdecken können. So, am Freitag sind es dann die Non-Farm-Payrolls, der Klassiker im Großen und Ganzen, wo wir dann uns natürlich auch im Szenarientableau erarbeiten wollen und dann sehen wollen, wie das in der Praxis eben angewandt werden kann. Die Erkenntnisse, die wir hier dann eben rund zu diesen einzelnen Wirtschaftszahlen eben erhalten. So, bei Fragen, wie gewohnt, schickt die gerne entweder hier während des Webinars oder postet diese dann, na, postet diese nicht, nee, schickt die per Mail. So, schickt die per Mail entweder beispielsweise an Elena oder eben an mich. Ich rede und rede und rede, die erste Slide ist immer noch offen. Wir wollen zunächst natürlich, bevor wir jetzt starten, hier erstmal den Risikohinweis einmal auf den Schirm holen. Ja, ich gehe nicht davon aus, dass das eigentlich relevant ist, aber der Vollständigkeit halber und auch ausgehend von der Tatsache, dass Tickmill eben ein FCA-regulierter Broker ist, erfordert es, dass wir das auf jeden Fall hier zum Thema machen. Der Handel mit Devise und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen und sind daher eben nicht für jeden Anleger geeignet. Und das ist ganz wichtig jetzt im Zusammenhang hier mit diesen edukativen Inhalten. Tickmill bietet keine Finanzberatung an und auch die folgenden Inhalte stellen keine Aufforderung zum Handeln dar. Sie dienen ausschließlich der Veranschaulichung und Weiterbildung und darüber hinaus müssen die Meinung der Moderatoren, also von mir, nicht zwingend auch die Meinung von Tickmill darstellen. So, der komplette Hinweis, den findet man auf der Webseite von Tickmill. Wir wollen uns jetzt eben, wir könnten uns meiner Person widmen, aber auch das wollen wir heute überspringen. Wir wollen uns hier eben diesen einzelnen Faktoren widmen. Jetzt ist natürlich bedauerlich, jetzt habe ich gerade nicht geschaut. Vielleicht mache ich das mal ganz kurz in der Nachbetrachtung. Ich dachte eigentlich, dass ich das alles so hier vorher schon
animationstechnisch eingesetzt hatte, aber ich scheinbar habe dieses Slide hier übersprungen. Das soll aber kein Problem darstellen. Ich mache das mal ganz kurz, ziehe das mal kurz nach. Dann ist das nicht so ein Überschwang an Informationen, der da jetzt dann gleich reinfliegt. Kurzen Augenblick. So, das lassen wir auch einfliegen. Und den letzten, den lassen wir auch einfliegen. So, perfekt. Also, so, wie gesagt, Einführung der Fundamentalanalyse. Das ist der Teil, um den wir uns jetzt hier gleich kümmern wollen. Ich möchte aber dennoch aus gegebenem Anlass und auch weil das natürlich im Interesse vieler ist, kurzen Blick natürlich auf die Entwicklung werfen, wie sich das Konto schlägt. Wir hatten ja ein Demokonto hier eingesetzt mit zwei Basisstrategien und diese Basisstrategien, ja, die laufen einigermaßen passabel. Ein kleiner Profit wird aktuell aufgeworfen. Wir haben noch für heute eine Position offen, nämlich Position Euro-japanischer Yen Long. Ich muss sagen, ich hatte zwischenzeitlich schon eigentlich abgeschlossen, auch mit diesem Trade. Der DAX-Trade heute früh ist ausgestoppt worden. Und wir haben hier gesehen, wir sind dort eingestoppt worden. Tatsächlich hat den Trade, also wenn ich das hier jetzt genau sehe, dann gab es, glaube ich, nicht eine Sekunde einen Profit für diesen Trade, sondern der hat sich die ganze Zeit eben hier im Bereich um so ungefähr 125 dort immer wieder stabilisiert, gegengeprallt. Und dann kam eben kurzzeitig mal ein bisschen Dynamik auf hier in der 3-Uhr-Kerze unserer Zeit, mitteleuropäischer Zeit, auch mit der US-Eröffnung. Und wir sind kurz vorm Erreichen des Stops tatsächlich hier wieder abgefangen worden und jetzt wieder in den Bereich des Ausgangsniveaus zurückgependelt. Wir schauen mal, was aus dem Trade noch wird. Also Fakt ist so, dass ich den Bereich 125 durchaus als interessant erachte. Das, was gerade hier so ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, ist eben der japanische Yen. Der ist im derzeitigen Marktumfeld, besonders wenn wir mal ganz kurz auf den DAX blicken oder wir können auch auf den S&P blicken tatsächlich. Der japanische Yen, der stellt sich aktuell noch relativ stark dar. Der US-Dollar hat natürlich federn lassen in den Wochenschluss hinein, was auch übrigens dazu geführt hat, ich bin immer noch kein großer Freund von Long-Positionen im Euro, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber das ist nur ein Gefühl. Wir handeln das System konsequent durch, so wie eben vereinbart, ja, und wie die Parameter eben entsprechend gegeben sind. Euro-US-Dollar hat sich jetzt tatsächlich erstaunlicherweise, und ich hätte, wenn ich jetzt vor einer Woche gefragt worden bin, nie damit gerechnet, auf solch ein Statement seitens der EZB letzte Woche Donnerstag, dass wir oberhalb von 1,14 uns stabilisieren, aber der Euro-US-Dollar kann sich dort spielerisch halten. Und ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass da vielleicht sogar noch weitere Aufschläge denkbar sind, nach Möglichkeit und hoffentlich ehrlich gesprochen, dann auch jetzt in den kommenden Tagen. Das ist jetzt ein Blick mal hier auf die 4-Stunden-Ebene. Der Grundmodus muss man natürlich ganz klar sagen. Der Grundmodus ist weiterhin sogenannt Choppy seitwärts. Also das heißt etwas anders. Oh, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Also hier sind noch ein paar Dinge, die ich aus der Vergangenheit hier mal gezeigt hatte. Zum Beispiel Sentiment, wie man das anwenden kann und Strategie auf den Devisenmarkt. Also was wir hier sehen können, ist, es gibt keine Trendstruktur oder dergleichen. Es gibt aktuell nur eine relativ scharfe Aufwärtsbewegung, die sich in Form einer Trendstruktur auf den untergeordneten Zeitebenen zeigt. Ist der Ton tatsächlich weg? Ich muss jetzt mal ganz kurz hier schauen. Also aktuell sieht bei mir jedenfalls alles gut aus. Ich gucke mal kurz Audio. Also es wird auf jeden Fall hier angezeigt, dass alles gut zu sein scheint. Ich gucke mal hier kurz auf die Übertragung. Auch da. Ton ist bestens. Okay, alles klar. Dann scheint das ein lokales Problem zu sein bei Werner. Okay, also schreibe ich vielleicht mal ganz kurz hier rein. Warte. Ton ist bestens. Ton ist bestens. Eventuell ein lokales Problem? Fragezeichen. So. Ja, also Trendstruktur gibt es nicht. Das ist weiterhin nicht besonders attraktiv, das Umfeld, in dem wir uns hier befinden. Euro-japanischer Yen, das muss man ganz klar so sagen. Entschuldigung, Euro-US-Dollar. Das, was aktuell eben hier so ein bisschen jetzt negativ zu Buche schlägt, wir hatten zum Beispiel am Freitag einen Long Trade im Euro-Yen, der dann auch wunderbar ins Ziel gelaufen ist. Der Dollar-Yen, der hat nicht annähernd so schwach reagiert auf diese Meldung hinsichtlich der Fed, der wir uns, wie gesagt, noch ein bisschen detaillierter gleich widmen werden, als das, was wir erwarten würden in einem solchen Umfeld. Also der Dollar-japanische Yen, besonders auch wenn wir den Goldpreis so steigen sehen, der Yen, der konnte nicht wirklich gut performen. Und anders formuliert, auf die aktuelle Situation angewandt, wenn wir wollen, dass in den kommenden Stunden das noch was wird aus diesem Trade, den wir jetzt hier haben,
dann wäre es nötig, dass wahrscheinlich der japanische Yen einfach mal so ein bisschen federn lässt und dass der eher mal Brief ist. Das heißt also, dass der gegeben wird, sodass sich dieser Trade noch entwickelt. Der ein oder andere wird diese Kursentwicklung oder generell die Strategie beobachtet haben. Es gab nicht selten in den letzten, jetzt seit 2 Wochen sind wir dabei, diese Strategie durchzuhandeln. Es sind selten Spots, wo man für den Markt nicht wirklich dann erwartet hätte, dass noch was passiert. Da ist tatsächlich dann aber noch wirklich einiges an Zug in die letzten Handelsstunden hineingekommen. Bestes Beispiel da wiederum letzte Woche Donnerstag rund zur EZB. Da war auch nicht unbedingt nach dieser Gegenbewegung hier, das war dieses Verhältnis, damit zu rechnen, dass wir in den Abend hinein nochmal so abkicken und sogar neue Tagestiefs markieren. Auch da war ungefähr noch ein R an Profit dann drin. Das wäre schön, dass es jetzt hier dann, auch wenn es so hier so kommen würde, ja, ich sehe die Bäume zwar nicht in den Himmel wachsen, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und wünsche mir eben, wie gesagt, dass wir diesen kurzen Spritzer vielleicht auch über die 125 sehen. Das ist eine runde Marke. Es könnte also durchaus noch was werden vielleicht. Alles in allem spielt es aber überhaupt gar keine Rolle, was aus diesem einen Trade wird, wie wir nämlich im Zusammenhang mit dem Risiko Money Management dann der nächsten Säule, im nächsten Modul sehen werden, ist eben das Ergebnis eines Trades zufällig. Und selbst das, was wir jetzt aktuell hier sehen, in der Entwicklung in der Kapitalkurve, ist noch wirklich zufallsbasiert. Wir haben eine Trefferquote von 150% aktuell mit einem gleichen Verhältnis von Euro-Yen und DAX-Trades, jeweils zu 50%. Und das, was uns aktuell eben über Wasser hält, auf die Historie jetzt auf ungefähr 2 Wochen, die ist schon ein bisschen länger, weil ich das Konto vorher schon eingerichtet hatte, sieht man, das, was uns am Leben hält, ist etwas, was dann auch im Zusammenhang mit ganz besonders dem Risikomanagement-Thema sein wird, nämlich dass die durchschnittlichen Gewinner größer sind als unsere durchschnittlichen Verluste. Und ja, somit ist im Grunde genommen alles rund um das Trading auch gegeben. Schauen wir einfach, wie gesagt, wie sich der Trade heute entwickelt. Fakt ist auf jeden Fall, da, wo die Performance gerade herkommt, ist definitiv nicht der DAX. Also der DAX, der ist alles andere als attraktiv für diesen Open-Range-Ansatz aktuell. Wir können auch hier bei FX Blue eine schöne Aufbereitung sehen, nämlich hinsichtlich dort des Symbols. Ja, das ist ein Gesamtüberblick, aber man kann das eben auch hier runterbrechen. Wir werden das noch, wie gesagt, detaillierter durcharbeiten in einem späteren Modul. Und da sehen wir, dass jeweils 9 Trades auf den DAX und Euro-Yen entfallen. Und dann sehen wir hier den Netto-Profit, wo wir nämlich einen Netto-Profit haben auf den DAX von minus 192 Euro, also auf das 10.000-Euro-Konto, gerade ein Minus von rund 1,9%, während eben im Euro-Yen ein Plus entstanden ist von 2,5%. Das heißt also, Euro-Yen funktioniert aktuell recht gut und DAX eben weniger. Tja, das ist erstmal jetzt etwas, wo man dann sagt, das wäre jetzt nicht so schlecht, wenn diese Tendenz heute noch bestätigt würde. Aber wie gesagt, wir werden das sehen in den kommenden 3 Stunden, 3,5 Stunden, wie sich der Markt dort entwickelt, ob der sich überhaupt noch entwickelt. Wenn man generell so auf den Markt schaut, dann sieht man wirklich volatiler Wochenstart sieht definitiv anders aus. Und jetzt ist es eben so, Frank fragt gerade, ob es möglich ist, Zugriff auf die Trades des Demokontos von mir zu erhalten bei FX Blue. Genau, das ist überhaupt gar kein Problem. Ich kann den Link hier einstellen. Also, das heißt, du kannst dort diese URL aufrufen. Das ist für alle offen einsehbar und kannst dir das dann hier anschauen. Der Grund, dass du mit dem Konto im Minus bist, das ist etwas auch eine sehr interessante Geschichte. Also das kann durchaus sein, dass da ein, zwei Trades zum Beispiel nicht so abgesetzt worden sind, wie man das eventuell in der Basisstrategie gesehen hat. Das kann einerseits natürlich den Grund haben, dass du vielleicht das Regelwerk nicht so hundertprozentig umgesetzt hast, wie es in der Strategie steht. Es kann aber zum Beispiel auch den Grund haben, dass das hatte ich mal gezeigt gehabt, dass man ja diese Anpassung vornehmen kann. Und das ist tatsächlich so, wie die Basisstrategie von mir auch umgesetzt wird, auch in dieser Expert-Advisor-Geschichte, also automatisiert. Nämlich, dass wenn dort ein Ausbruch jetzt aus der Range erfolgt und über den EMA zurückläuft, der DAX zum Beispiel, dass dann eventuell ein Sell-Stop, der in den Markt gelegt wurde vorher, dass der nicht abgeholt wird und dass dann in der Basisstrategie kein Trade generiert wird, aber in meinem Fall tatsächlich auf das obere Range-Ende dann ein Kauflimit gelegt wird. Dadurch wird bei mir ein Kauf ausgelöst, wenn der Markt zurück an diese Range-Begrenzung läuft, also sollte er das tun, und ich habe dann in diesem Moment einen Trade. Und in dem Moment, wenn dieser Trade natürlich einen Profit abwirft, kann es durchaus sein, dass das besonders bei solch einer sogenannten kleinen Sample Size an Trades, die wir aktuell hier haben, dann dazu führt, dass das Konto
im Plus ist, mein Konto jetzt in diesem Fall, und dein Konto im Minus ist oder umgekehrt. Es kann auch sein, dass zum Beispiel jemand eine bessere Performance sieht, weil er zum Beispiel zu einem späteren Zeitpunkt erst angesetzt hat und dergleichen. Aber nochmal, das ist ganz wesentlich, bevor wir uns dann der Fundamentalanalyse widmen wollen, das ist nicht schlimm. Also weder, dass da ein Gewinn entstanden ist, noch dass da ein Verlust in irgendeiner Form entstanden ist. Es geht, wie gesagt, schon vor 2 Wochen, es geht nicht um die Performance, sondern es geht uns darum, dass wir mit diesen Zahlen, die dadurch generiert werden, mit realen Zahlen, dann wirklich die Lerninhalte auch erarbeiten wollen, dass man einfach dafür ein besseres Gespür, ein besseres Verständnis dafür hat und wie man das dann auch vielleicht auf sein eigenes Trading, was man da dann hier mit FXBlue verbinden kann, das kann man ja auch mit dem Tickmill Live-Konto eben entsprechend tun, dass das eben dann einen in die Lage versetzt, von sich aus selbstständig, eigenständig eben sein Trading zu analysieren und nach Fehlern eben zu untersuchen und dann ausgehend hiervon eben Verbesserungen auf den Weg zu bringen. Okay, so, also das zum Trading aktuell. Wir widmen uns jetzt der Einführung in die Fundamentalanalyse und es ist ganz interessant. Ich möchte das vielleicht mit einem Zitat beginnen. Ich kann dazu auch die Geschichte erzählen, wie das Zitat zustande gekommen oder wieso ich mich jetzt gerade daran erinnere. Ich habe heute meinem Jüngsten habe ich heute die Windel gemacht und er guckte mich so freudig dabei an und lächelte. Ja, und ich habe ihm dann so erzählt, was der Papa heute noch so im Laufe des Tages macht und habe ihm davon erzählt, dass ich heute Abend hier noch Tickmill Bootcamp habe und ein Thema abarbeite namens Fundamentalanalyse und jetzt weiß so ein kleiner Wurm natürlich nicht, was ist mit Fundamentalanalyse gemeint und so sagte ich dann zu ihm, das musst du dir so vorstellen, sage ich, du versuchst im Grunde genommen jetzt über die nächste Dekade den den Niederschlag zu berechnen. Deswegen, ich habe ihm jetzt die Hälfte natürlich des Statements dabei unterschlagen, für besonders technisch versierte Trader oder technisch basiert agierende Trader oder kurzfristig agierende Trader stellt sich nicht selten die Frage, wofür brauche ich eigentlich Fundamentalanalyse? Und ich weiß genau, was mit dieser Frage eben bezweckt werden soll. Und zum Teil ist es auch absolut richtig. Man stelle sich vor, wir arbeiten jetzt zum Beispiel im Euro-japanischen Yen oder auch im DAX. Euro-Yen auf der Stunde, im DAX auf 5-Minuten-Basis und beschäftigen uns mit einem Thema, welches eigentlich keinen wirklichen Mehrwert verspricht. Denn bei so einem kurzfristig orientierten Handel geht es im Grunde genommen dabei darum, im übertragenen Sinne auf den Niederschlag, den wir auf die Dekade mit der Fundamentalanalyse berechnen, es geht im Grunde genommen darum, wir haben heute Montag und wir entscheiden uns einkaufen zu gehen und jetzt entscheiden wir anhand der Berechnung des Niederschlags, des Durchschnittsniederschlags für die letzte Dekade, die Wahrscheinlichkeit des Niederschlags am heutigen Tag, ja, und darauf basieren dann, ob wir jetzt einen Regenschirm mitnehmen sollen oder nicht. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben an, aber es ist in der Tat ziemlich nah an dem, wo sehr häufig es zu Konfrontationen zwischen Fundamentalanalyse und technischer Analyse tatsächlich kommt. Also Fundamentalanalyse zwischen Investoren und sehr kurzfristig agierenden Tradern. In der Tat ist es für einen technisch kurzfristig orientierten Trader, der jetzt entscheiden will, ob er eben rausgeht und einen Regenschirm mitnimmt, relativ einfach herauszufinden, ob es einen Regenschirm bedarf oder nicht. Er guckt einfach aus dem Fenster. Und wenn die Sonne scheint, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es innerhalb der nächsten halben Stunde anfängt zu regnen, relativ gering. Genau so guckt ein technisch versierter Trader in seiner Zeitebene, vielleicht noch auf den Dominator, guckt sich an, wie die Situation sich darstellt und gut ist. Den interessiert im Endeffekt nicht wirklich, wie sich nun das fundamentale Bild in dem gehandelten Währungspaar oder wie auch immer dann Aktienindex eben tatsächlich darstellt. Nichtsdestotrotz ist es aber eben so, und da kommen wir dann zum ersten Punkt, Fundamentalanalyse liegt die Annahme zugrunde, dass Preise sich aufgrund von wirtschaftlichen und politischen Faktoren bewegen. Wirtschaftlich und politisch bedeutet, wir sollten da dennoch aber einen Blick drauf haben. Also das bedeutet nichts anderes formuliert, ich kann noch so kurzfristig orientiert traden. Es ist dennoch so, dass ich natürlich wissen sollte, welche News sind denn heute für den heutigen Tag relevant? Und es kann durchaus sein, dass der ein oder andere zum Beispiel aus seinen Aufzeichnungen dann feststellt, wenn eine bestimmte Range-Grenze oder Range-Größe hier nicht überschritten wird, also eine Mindest-Range-Grenze zum Beispiel, dann sollte ich den Handel aussetzen. Es ist nicht selten so, dass zum Beispiel dann in diesem Zusammenhang solche engen Ranges aus Marktumfelden, sehr volatilen Marktumfelden, also wenig schwankungsintensiven Marktumfelden resultieren, wo eben eine wichtige richtungsweisende Notenbankentscheidung zum Beispiel ansteht. Also nicht selten ist es so, dass vor einer EZB-Sitzung oder auch vom Payrolls-Datensatz oder der EZB
also FED, EZB und so weiter, dass eben die Handelsspannen relativ gering sind. Und dass dann natürlich das Ergänzen nochmal dazu führt, dass man eventuell sagt, ich spare mir jetzt an diesem Tag einfach den Trade. Ganz zu schweigen auch von der Tatsache, dass man natürlich hier auch immer eine eine Möglichkeit hat, dann aber auch eine Idee dafür zu bekommen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ein Trend sich zum Beispiel fortsetzt, dass wir heute vielleicht einen Game Changer zu sehen bekommen haben. Also anders formuliert, wenn ich einen Trade habe und wir befinden uns in einer relativ engen Handelsspanne und der Markt zeigt sich über einen jetzt längeren Zeitraum nicht wirklich willens, stärkere Trends in die eine oder andere Richtung auszubilden, sondern so wie der Euro-US-Dollar zum Beispiel, zieht sich so in unserem Korridor zwischen 1,12 nach unten und rund 1,16 nach oben, Pi mal Daumen, so beim Daumen gepeilt. Dann ist es so, dass früher oder später sicherlich ein Ausbruch stattfinden kann. Und im Falle zum Beispiel vom Euro-US-Dollar, jetzt vor kurzem ja stattgefunden hat auch, da gab es dann eine Meldung von einem Notenbanker. Der Herr hieß Bostic. Und das war hier, da sind wir über 1,15 gestiegen. Also auch da, die Range können wir jetzt ganz entspannt, eigentlich möchte ich fast schon sagen, berechnen durch unsere technischen Kenntnisse. Und jetzt guckte man sich eben diesen Bruch an und das war mit Sicherheit etwas, wo man jetzt sagen könnte, das war ein durchaus signifikanter Break. Was man aber eben auch erkennen kann, diese Äußerung von ihm zum damaligen Zeitpunkt, als er nämlich sagte, dass die Fed eventuell erstmal Zinsanhebungen aussetzen sollte, das war kein sogenannter Real Deal. Das war nichts wirklich Spektakuläres, denn das war etwas, was die Marktteilnehmer haben sowieso schon erwarten können. Nichtsdestotrotz hat es eben kurzzeitig zu einem Ausbruch geführt. Die Nachhaltigkeit dieser Bewegung war dann allerdings nicht gegeben und wir pendelten zurück und haben jetzt sogar tatsächlich eher in meinen Augen eine bärische Tendenz durch einen potenziellen Fehlausbruch dort auf den Weg gebracht. Nichtsdestotrotz ist es so, sollte jetzt eine Notenbank, also nicht nur ein Notenbanker, sondern in einem Interview, sondern eine ganze Notenbank mit ihrer Leitzinsentscheidung, mit ihren geldpolitischen Maßnahmen, die sie plant, auf den Weg zu bringen, solch einen Ausbruch zu initiieren, sei es oben oder sei es unten, dann ist das natürlich etwas, was kurzfristig laufende Positionen definitiv beeinflusst, meistens zu meinen Gunsten dann natürlich, wenn wir uns mit dem Momentum haben positioniert. Und dann ist es vor allem ganz interessant, dann stellt sich natürlich relativ zügig die Frage, sollte ich an der Position festhalten oder nicht? Wenn der Handelsansatz zum Beispiel, den ich habe, da sind wir wieder bei den sogenannten diskretionären Interventionen. Wenn man Handelsansatz vorgibt, zu sagen, pass auf, habe einen Kurs, ein Chance-Risiko-Verhältnis von, sagen wir, 2 zu 1, dann kann das in solch einem Fall, dass so ein fundamentaler Treiber geliefert wird, nötig sein, dass ich das adaptiere, dass ich das anpasse und dass ich zum Beispiel mein Kursziel nach oben erweitere, beziehungsweise vielleicht sogar mein Take-Profit rausnehme, mein Gewinnmitnahmelevel und einfach sage, ich lasse den Markt jetzt noch weiterlaufen, weil einfach die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass sich ein sehr starker Trend entwickelt infolge dieser geldpolitischen Ankündigung. Dafür ist es aber natürlich erstmal nötig, dass ich weiß, dass so einer ansteht, beziehungsweise muss auch verstehen, was sie dann eben sehr wahrscheinlich nach sich zieht. Und jetzt ist es sicherlich unmöglich, alle Faktoren mit einzubeziehen, aber es gibt eben einige grundlegende Konzepte, die selbst rein technisch orientierte Trader meiner Meinung nach wissen sollten und deren Einbeziehung positive Auswirkungen dann aufs Trading beziehungsweise den Erwartungswert haben. Und nun ist es so, wir wollen im Folgenden natürlich den Fokus auf den Devisenmarkt legen. Ja, die Überlegung, die dem zugrunde liegt, ist, die Währung ist im Grunde genommen nichts anderes als die Aktie der Volkswirtschaft. Das ist so ein, im übertragenen Sinne kann man sich das viel besser vorstellen, was eine Währung eigentlich ist. Also anders formuliert, unser Euro ist nichts anderes als im Grunde genommen jene Aktie der europäischen Volkswirtschaft, also der Volkswirtschaft der Europäischen Union. Und das bedeutet etwas anderes. Wenn diese im Wert steigt, dann geht es offensichtlich der Wirtschaft relativ gut. Ja, wenn diese im Wert fällt, dann geht es der eher tendenziell schlecht. Das natürlich über einen längeren Zeitraum zu betrachten und jetzt nicht auf 5-Minuten-Basis. Aber im Großen und Ganzen lässt sich das im übertragenen Sinne, glaube ich, so relativ gut eben tatsächlich verstehen. Und ja, das erste wichtige Konzept, dem wir uns heute dann auch ein bisschen detaillierter widmen wollen, ist unterm Strich eben, dass sich alles um wirtschaftliches Wachstum eben entsprechend dreht. Und als kurzfristig orientierter Trader ist das Ziel erst einmal zu lernen, was sind Action-Events, potenzielle Action-Events und was sind auch Non-Events und das eben entsprechend zu unterscheiden und auch kurzfristige Moden zu identifizieren. An der Stelle kann ich natürlich Folgendes jetzt schon sagen. Es ist jetzt nicht damit getan, einfach zu sagen, das ist
so pauschal Daumenregel und die ist immer gültig. Ja, das ist das, was mit Mode gemeint ist, sondern es ist dann, wenn man sich beginnt, mit dem Thema von der Mentalanalyse auseinanderzusetzen, essentiell wichtig, dass man sich eine Grundüberlegung erstmal aneignet oder erstmal vergegenwärtigt. Wo stehen wir denn aktuell einfach? Und ich empfehle tatsächlich für jede von mir gehandelte Währung, also nicht dann von mir, sondern von euch gehandelte Währung, tatsächlich solch eine Überlegung anzustellen und einfach mal zu gucken, wo stehen wir denn? Zum Beispiel im Euro oder wo stehen wir im US-Dollar beispielsweise und sich ausgehend hiervon dann eben tatsächlich diese Moden zu Gemüte zu führen und eben dann in der Lage zu sein, Action-Events von potenziellen Non-Events eben zu unterscheiden. Jetzt natürlich die Frage, wo findet man denn zum Beispiel einen guten Wirtschaftsdatenkalender? Tickmill bietet einen bei sich auf der Website an und der ist auch tatsächlich sehr gut meiner Meinung nach, weil sehr umfassend und er lässt sich dann entsprechend aber wunderbar individualisieren. Ich habe jetzt hier die Webseite tickmill.co.uk und dort kann man dann, dort, übrigens kann man auch sich übrigens auf Deutsch anzeigen lassen. So, kurz gucken. Da kann man da draufklicken. Einen Augenblick. So, dann kann man hier über den Tab, Moment, ja doch, Werkzeuge, natürlich, Werkzeuge, hier sich den Wirtschaftsdatenkalender anschauen. Also der ist nicht nur auf Forex beschränkt, aber natürlich mit Fokus auf den Devisenmarkt, aus den gerade schon geschilderten Gründen. So, wenn wir da draufklicken, dann werden wir gleich sehen, was ich mit umfangreich meine. Vorausgesetzt, er hat jetzt nicht meinen Filter, den ich schon reingelegt hatte, oder wie ich das gefiltert hatte, hat er übernommen. So, kurzen Augenblick. Nee, hat er nicht. Sehr schön. Also, und zwar kann man hier nämlich zum Beispiel sehen, da sind so ziemlich alle Wirtschaftsdaten drin des heutigen Tages. Also wir sehen zum Beispiel finnisches Verbrauchervertrauen hier. Wir sehen also Consumer Confidence, ja, dänische Einzelhandelsumsätze. Ich hatte tatsächlich mal jemanden, warum ich das jetzt thematisiere, der fragte mich, ob denn dann die Veröffentlichung des brasilianischen Bruttoinlandsproduktes jetzt für den damaligen Handelstag noch Auswirkungen auf das Wechselkursverhältnis Euro-US-Dollar haben. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich da so drauf rumreite, denn eigentlich wird der ein oder andere sich jetzt das anschauen und sich denken, ist das wirklich nötig, das zu thematisieren? Ich denke schon. Also aus meiner Erfahrung ist es das schon nötig, zu thematisieren. Und es ist eben wunderbar, dass diese ganzen Informationen eben zur Verfügung stehen. Und das sieht man auch. Man kann auch zum Beispiel sich auf Währungspaare fokussieren, die auch manchmal sehr, sehr interessante saisonale Strukturen ausgeben. Euro, schwedische Krone zum Beispiel im Dezember, ausgehend von eben Repatriierung, sagt man, von eben Kapitalrückflüssen nach Schweden, die tendenziell eher dafür sprechen, dass zum Beispiel die schwedische Krone zum Euro über den Monat Dezember anzieht im Wert. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, ja, weswegen auch hier das eine interessante Information sein könnte. Fakt ist auf jeden Fall, jetzt die Frage, wie kann man diesen Datenkalender, wie kann man den eben entsprechend etwas besser hier oder übersichtlicher gestalten? Ich bin zum Beispiel mit der Zeit dazu übergegangen, mir nur die High-Impact und die Medium-Impact-Daten anzuschauen. Also die mit hoher Wichtigkeit und die mit mittlerer Wichtigkeit und dann eben entsprechend die Symbole, die für mich relevant sind. Also da konzentriere ich mich dann auf das G8-Währungsuniversum. Das heißt also, dazu zählen weder hier, ich muss erst sagen, ich hätte das jetzt, wenn ich angeben wollte, dann hätte ich jetzt überlegt, was ist zum Beispiel Pi? Das ist auf jeden Fall Mexiko. Die fallen da raus. Neuseeland gehört dazu. Das dürfte die isländische Krone sein. ARS, keine Ahnung. TY ist wieder die Türkei. HKD, Hongkong-Dollar. Brasilianischer Real, BRL. US-Dollar selbstverständlich bleibt da mit drin. CNY ist der chinesische Yuan. CAD bleibt auch mit drin. Das ist der kanadische Dollar. CLP, gute Frage. CHF, Schweizer Franken. INR ist die indische Rupie. Gehört allerdings auch nicht dazu. RUL, COP. EUR, Euro, selbstverständlich gehört dazu. KRW, das weiß ich, das ist der koreanische Won, also der südkoreanische Won. Japanischer Yen gehört auch zum G8-Währungsuniversum. ZAR ist südafrikanischer Rand. GBP ist britisch Pfund, auch natürlich dazu zu zählen. RUB ist der Rubel. EEK, estnische Krone vielleicht? Könnte vielleicht sogar sein. Singapur-Dollar, SGD. DKK ist dänische Krone. Fällt auch raus. HUF ist ungarischer Forint. Fällt auch raus. Das ist auch irgendwann wahrscheinlich. Oder nicht? KPW. Keine Ahnung. CCW.
ZK ist tschechische Krone, es gehört auch nicht dazu. Australdollar, norwegische Krone, NOK fällt auch raus. Hier ANG, IDR fällt auch raus. QAR, jetzt wird echt dünn. Polnischer Zloty ist PLN und SEK ist natürlich schwedische Krone. Fallen aber alle raus. Und jetzt sehen wir, jetzt haben wir die Haken noch bei Neuseeland-Dollar, bei US-Dollar, CNY, chinesischer Yuan, kanadischer Dollar, Schweizer Franken, Euro, dann Pfund und japanischer Yen. Das sind die Währungen, die ich mir anzeigen lasse. Und dann eben hier den hohen und den Medium Impact. Und dann kann man eben auf Save klicken und dann wird das entsprechend auch gleich aufgeräumt und dann entsprechend hier für die jeweiligen Tage angepasst. Und so, dann sehen wir eben, heute ist der 28. Der Tag ist nahezu durch. Das, was eben jetzt tatsächlich dann interessant wird für morgen, sind eben all diese News, die hier anstehen. Zum Beispiel morgen wieder steht sie an, die Brexit-Vote im britischen Parlament zum Beispiel. Das wird hier angezeigt. Auch hier Consumer Confidence zum Beispiel, Verbrauchervertrauen in den USA. Morgen 16 Uhr, also die Uhrzeit, die hier angezeigt wird, da sehen wir, ist Western Europe, aber London. Wir müssen das eigentlich anpassen und uns die Zeit für Brüssel anschauen. Das ist Berlin. Oder auch Berlin in meinem Fall dann in dem Fall. Da kann man dann nämlich sehen, dass eben diese Zahlen morgen um 16 Uhr veröffentlicht werden. Verbrauchervertrauen. Ich kann aber jetzt zum Beispiel auch schon sagen, durch mein Wissen um die grundsätzlich fundamentale Situation in den USA spielt eben das Verbrauchervertrauen überhaupt gar keine Rolle. Während zum Beispiel die Arbeitsmarktzahlen unfassbar interessant sind am Freitag, weil sie nämlich einen direkten Einfluss auf die weitere Geldpolitik der Fed haben. Und etwas anders übersetzt bedeutet das, das werden wir im Laufe der Tage dann noch sehen, der kommenden. Das heißt nichts weiter als gute Arbeitsmarktzahlen sind tendenziell eher für eine eher restriktive Fed sprechend, die dann den Zins doch weiter anhebt, was sich mit der Zeit übrigens deutlich reduziert hat. Während zum Beispiel schwächere Zahlen eher für eine jetzt dann sich eher, man sagt, dovish zeigende Fed spricht, also eher expansiv zeigende Fed eben. Und das wiederum würde relativ gut in das Bild passen, welches wir jetzt auch seit letzter Woche Freitag eben zeichnen, mittels dieser eher weniger stark aggressiven Reduktion der Fed-Bilanz und würde den US-Dollar potenziell weiter unter Druck bringen. Also so kann man dann entsprechende Rückschlüsse eben schon ziehen, das sieht man. Dafür muss man aber, wie gesagt, sich erstmal vergegenwärtigen, was interessiert denn aktuell wirklich? Und im Zusammenhang mit den USA ist es ganz klar die Inflationsentwicklung, ist es der Arbeitsmarkt, im Falle vom Euroraum ist es zum Beispiel ganz besonders das Wirtschaftswachstum. Und dann an erster Stelle natürlich zum Beispiel in solchen großen Mitgliedstaaten wie Deutschland oder eben beispielsweise auch in Frankreich, aber an erster Stelle Deutschland als wiederum größte Volkswirtschaft der Eurozone. Da sieht man, man kommt relativ zügig von Höchstchen auf Stöckchen, aber das, um was es tatsächlich geht, ist im Kern genau diese Arbeit einfach einmal auf den Weg zu bringen und sie dann immer kontinuierlich zu updaten. Also das dann immer wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Und dann entwickelt man mit der Zeit zwangsläufig ein Gefühl dafür, welche Moden aktuell eben gerade entsprechend am Markt gespielt werden. Und ja, ergänzend dazu der Wirtschaftsdatenkalender, der uns dann dabei hilft, eben entsprechend aus den Moden für den jeweiligen Tag einen eher technisch geprägten Handel zum Beispiel zu sehen oder eben von politischen Meldungen vielleicht geprägten oder dann einen, der sich eher darauf fokussiert, auf die Veröffentlichung eines Datensatzes, der gerade für die gesamtwirtschaftliche Situation relevant ist und somit dann Auswirkungen auf das Wechselkursverhältnis US-Dollar, Euro, wie auch immer hat, dann eben daraus zu schließen. So. Also, jetzt kommen wir zur nächsten Slide. Wir fangen jetzt ein bisschen mit Dingen an, die viele vielleicht erstmal als langweilig erachten, aber ich denke, es ist trotzdem nötig, das kurz auf jeden Fall einzuführen. Also in jedem Land gibt es eine unabhängige geldpolitische Institution namens Zentralbank. Also ich habe jetzt mal die größten hier aufgezeichnet, habe jetzt zum Beispiel die RBA rausgelassen, das ist die australische Notenbank, und ich habe auch die RBNZ rausgelassen, das ist die Reserve Bank of New Zealand, die neuseeländische Notenbank, habe hier die Fed, das ist die US-amerikanische, die EZB, das ist die europäische Zentralbank, BOJ ist die japanische Notenbank, SNB ist die Schweizer Nationalbank, BOE ist die Bank of England, also die britische Notenbank, die englische, und PBOC ist die People's Bank of China, das ist die chinesische Notenbank. Und ja, das sind eben diese Institutionen, die eben in der Lage sind, dann entsprechend für,
ja, doch relativ starke, trendige Bewegung eben am Markt zu sorgen. Es gibt einen Spruch, der sich auch im Zusammenhang zum Beispiel mit der Fed etabliert hat, aber für jede andere Notenbank gilt. Das ist besonders im Zusammenhang dieser Anleiheaufkaufprogramme, der QE-Programme nach der Finanzkrise etwas gewesen, wo sich viele die Finger verbrannt haben. Und zwar: Don't fight the Fed, hieß es dann eine ganze Weile. Das konnte man aber auch dann auf die EZB übertragen, 2015, als die ihr QE-Programm auf den Weg gebracht haben. Don't fight the Fed heißt, kämpfe niemals gegen die Fed an. Es gibt keine Notenbank, die, also ausgehend von der Größe natürlich, ja, da könnte man jetzt auch ein Beispiel bringen mit der Schweizer Notenbank und der Aufhebung der Wechselkursgrenze von 1,20 im Euro-Franken. Klar, aber es gibt keinen Marktteilnehmer. Also wir schon gar nicht als kleine Privatanleger, die größer sind als eine Notenbank. Und wenn die Notenbank hustet, hat der Markt Schnupfen. Heißt etwas anders übertragen, nichts weiter als, dann sollte man eben tatsächlich dem sich ausgehend von der Notenbank auf den Weg gebrachten Trend folgen und mit diesem Trend sich entsprechend positionieren. Das ist eigentlich im Grunde genommen so die Quintessenz, ja, der man folgen sollte im Zusammenhang mit der Fundamentalanalyse. So, wir wollen uns kurz die Fragen stellen. Ich habe das noch ein bisschen detaillierter übrigens im Teachable-Kurs aufbereitet. Ich will den vielleicht auch mal ganz kurz hier nochmal zeigen, ja, wie das ausschaut. So, das Modul Fundamentalanalyse, da sind wir jetzt gerade. Da wird dann auch im Anschluss dann gleich wieder auf die ersten drei werde ich das hochladen, die Aufzeichnung hier dieses Webinars dann zu finden sein. Da kann man sich nochmal eben hier die Gedankengrund zur Einführung eben durchlesen im Nachgang, beziehungsweise die volkswirtschaftlichen Hintergründe. Und ich hatte dann in diesem Zusammenhang auch nochmal etwas im Zusammenhang eben zur Zentralbank, der Aufgabe der Zentralbank und dergleichen eben tatsächlich hier eingefangen. Und ich muss mal kurz nochmal schauen, ob ich jetzt. Ja, okay, dann kommt das später. Das kommt im Bereich Leitzinsen. Ich habe nämlich da nochmal auch einen Link zurückgesetzt, zum Beispiel zu Wikipedia. Da gibt es einige sehr, sehr interessante Ausführungen auch nochmal rund um Notenbanken generell. Die Aufgaben der Notenbank und dergleichen, wie sich das zum Beispiel auch im Zusammenhang darstellt mit sogenannten Repo-Geschäften. Ich hatte das mal eingeworfen, während eines Morning-Meetings war es, und zwar nämlich, weil dort ja die Frage aufkommt, was hat denn eigentlich dieser Shutdown in den USA? Das ist ja auch eine fundamentale Komponente. Was könnte der denn für Auswirkungen auf den Markt haben? Und da wird man im Zusammenhang eben mit sogenannten Repo-Geschäften sehen. Die Zentralbank ist ja im Grunde genommen jene Bank, bei der sich Kreditinstitute, Banken zum Beispiel, eben Geld leihen. Und die geben das Geld aber nicht einfach nur so raus, sondern dafür müssen entsprechende Sicherheiten hinterlegt werden. Und in dem Zusammenhang kommen natürlich dann bonitätsstarke Anleihen zum Zug, zum Beispiel US-Staatsanleihen jeglicher Laufzeit. Und jetzt wird das interessant, wenn diese Bonität herabgesenkt wird und eben solche US-Staatsanleihen eine entsprechende hohe Verwendung finden bei solchen Geschäften, dann kann eben tatsächlich ein Downgrading einer Volkswirtschaft, dann in dem Fall der USA, dazu führen, dass es zu extremen Turbulenzen kommt am Markt, weil nämlich infolgedessen plötzlich Kreditinstitute angehalten werden, mehr Sicherheiten zu hinterlegen, oder aber dem System Liquidität zu entziehen. Also in beiden Fällen ist das mögliche oder das höchstwahrscheinlich zu erwartende Szenario, dass eben das zu schärferen Abschlägen an den Finanzmärkten kommt. Wir erinnern uns in dem Zusammenhang vielleicht auch an Entwicklung im August 2011. Damals ist die US-Volkswirtschaft, nee, nicht die US-Volkswirtschaft, die Bonität der US-Volkswirtschaft. Also das heißt, die Kreditwürdigkeit ebenfalls herabgestuft worden und es kam zu tagelangen megamäßigen Schwankungen eben in den Finanzmärkten. Und das ist etwas, das war oder ist nicht zu unterschätzen und auch ein Damoklesschwert, was über dem Markt schwebt und was man im Hinterkopf auf jeden Fall eben haben sollte. Aber wir wollen uns dem Thema ein bisschen später erst widmen, im Laufe dieses Moduls, wie gesagt, zum Thema Leitzinsen, da haben wir noch genügend Zeit. Wie gesagt, zunächst einmal schauen wir uns jetzt die Aufgaben einer Zentralbank eben an und die lassen sich so zusammenfassen, das sind drei. Und zwar einerseits die Preisstabilität, das heißt also die stabile Inflation. Es wird sehr gerne eine 2%-Marke ausgegeben, von der gesprochen wird. Interessanterweise ist es so, und da gibt es auch schon den einen oder anderen, der das
bezweifelt. Also Top-Ökonomen, die sagen, macht das überhaupt Sinn, eine 2%ige Inflationsrate als Ziel auszugeben? Aber im Großen und Ganzen ist das immer so eine Daumenregel, die auch immer noch Gültigkeit hat, dass eben genau diese Inflation angestrebt wird und dass man immer versucht, eben die geldpolitischen Maßnahmen dahingehend auszurichten, dass diese Zielmarke von 2% eben erreicht wird und dann, dass eben die Inflation auf diesem Niveau man in der Lage ist, dann eben konstant zu halten. Dann sieht man auch hier logischerweise geringe Arbeitslosenquote, also dass wir auf die Non-Farm Payrolls schauen. Der Arbeitsmarktbericht aus den USA ist in diesem Zusammenhang keine große Überraschung, denn sie hat einen ganz wesentlichen Einfluss auf eben die Notenbankpolitik und somit eben auch auf den Preis einer Währung, oder beziehungsweise auf den Aktienkurs einer Währung, wo wir bei der Rhetorik vielleicht bleiben. Und dann in diesem Zusammenhang eben ganz wesentlich auch auf die jeweiligen Entwicklungen in der Währung, sowohl auf der Ober- als auch entsprechend auf der Unterseite. Und dann ist es natürlich so, dass eine Zentralbank als dritte Aufgabe ganz klar hat, dafür zu sorgen, dass eben ein solides wirtschaftliches Wachstum eben auf den Weg gebracht wird durch ihre Geldpolitik ganz besonders, die dann natürlich entsprechende Auswirkungen eben auf den auf den Arbeitsmarkt beziehungsweise auf die Gesamtwirtschaft haben. Also man könnte das im Großen und Ganzen grob so zusammenfassen, dass man eben sagt, eine Notenbank, wie gesagt, Leitzinsen werden wir uns noch detailliert mit auseinandersetzen, aber ich streue es jetzt einfach schon mal ein und ich sag mal, ich schlage so einen Anker im Kopf ein, sodass ihr dann euch daran einfach erinnern könnt. Das wird morgen Thema sein. Ich müsste tatsächlich mal auf die Agenda schauen, wann genau wir uns dem Thema Leitzinsen widmen. Aber dass man einfach in dem Zusammenhang den Ablauf kennt. Also zum Beispiel, es ist ein schwaches Wirtschaftswachstum, dann kommt eben entsprechend hier die Notenbank ins Spiel, die versucht eben ein stärkeres Wirtschaftswachstum zu initiieren. Das gelingt ihr dadurch, dass sie das Geld billiger macht, also den Leitzins senkt. Das heißt also, der Wirtschaft mehr Geld zur Verfügung stellt. Denn wenn der Preis einer Ware gesenkt wird, dann ist aus rationalen Beweggründen es normalerweise erstmal so zu erwarten, dass diese Ware auch mehr nachgefragt wird. Spätestens die Finanzkrise hat aber gezeigt, dass da auch viele psychologische Faktoren eine Rolle spielen. Und das ist auch ein Gedanke gewesen, den ein Top-Ökonom, den wir auch alle kennen, immer wieder mal gerne in den Ring geworfen hat, auch im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung in Griechenland. Dessen Name ist Yannis Varoufakis. Und der hat gesagt, das ist zwar schön und gut, dass man davon ausgeht, dass eben billiges Geld nachgefragt oder stärker nachgefragt wird, weil der Preis niedrig ist. Aber wenn der Optimismus in der Wirtschaft nicht entsprechend gegeben ist, kein Vertrauen in die Politik gegeben ist, in die wirtschaftliche Entwicklung im jeweiligen Land, dann kannst du das Geld so billig machen, wie du willst. Es wird trotzdem nicht nachgefragt. Aber in der Theorie geht man davon aus, dass eine günstigere Ware stärker nachgefragt wird. Das bedeutet, Unternehmen sind dann bereit, sich zu verschulden. Eher zu verschulden oder dieses billige Geld eben in Anspruch zu nehmen, was ihnen zur Verfügung gestellt wird, sich dieses Geld zu leihen und dann zu investieren in beispielsweise Maschinen, die von wiederum Leuten bedient werden müssen, von Arbeitskräften bedient werden müssen. Das hat positive Auswirkungen auf die Arbeitslosenquote. Das führt dazu, dass eben mehr Wirtschaftswachstum auf den Weg gebracht wird, mehr Leute auch in Lohn und Brot kommen, weil natürlich diese Arbeit verrichtet werden muss. Die Leute, die in Lohn und Brot kommen, verdienen natürlich entsprechend Geld. Dieses Geld bringen sie dahingehend in den Wirtschaftskreislauf, dass sie natürlich mehr konsumieren. Und mehr Konsum sorgt dann unterm Strich dafür, dass eben die Inflation tendenziell ansteigt und angekurbelt wird. Also das heißt, das Preisniveau steigt. So, um dann zu vermeiden, dass es zu einem Überhitzen der Wirtschaft kommt, wird die Notenbank dem Kreislauf früher oder später eben wieder diese Liquidität versuchen zu entziehen, dadurch, dass sie das Geld teurer macht, also den Zins beginnt anzuheben. Und so begeben wir uns dann in etwas, was man auch einen Zyklus nennt, der sich grob so zusammenfassen lässt, nämlich in einen Aufschwung, wirtschaftlichen Aufschwung, der dann irgendwann toppt und dann sich in einer Rezession wiederfindet. Wir haben jetzt jahrelang einen wirtschaftlichen Aufschwung eben gesehen und wir befinden uns wahrscheinlich gerade so hier auf dem absteigenden Ast. Das haben wir jetzt auch aus den letzten Wirtschaftszahlen aus der deutschen Wirtschaft gesehen, auch in den USA zum Beispiel. Das Anziehen oder das Anheben des Zinsniveaus oder das Entziehen des Wirtschaftskreislaufes von Liquidität, so wie es auch die Fed jetzt ja nicht nur das Anheben des Leitzins, sondern zeitgleich auch die sogenannte Quantitative Tightening macht. Also das heißt, dieses Verkaufen von Anleihen wieder und dadurch eben das An
Ziehen oder das Antreiben des Zinsniveaus oder des Zinses generell sorgt eben dafür, dass das Wirtschaftswachstum sich eben beginnt abzuschwächen oder zu verlangsamen zunächst einmal. Und das wird früher oder später eben genau darin resultieren, was wir immer mal wieder jetzt vor kurzem auch schon thematisiert haben, auch in den Morning Meetings, dass man eben dann erkennen kann an der Zinsentwicklung generell, wenn man sich länger laufende, kurz laufende Zinsen anschaut, dass dann eben die Differenz, den sogenanntes Zinsdifferenzial, davon spricht man dann, dass sich das eben beginnt irgendwann eventuell sogar zu invertieren. Was heißt das? Das bedeutet, kurzfristig steigt der Zins durch eben eine dann restriktivere Notenbankpolitik. Das bedeutet also, zweijährige Zinsen zum Beispiel in den USA fangen an, relativ verhältnismäßig stark zu steigen. Und dann zeitgleich ist aber eine Erwartungshaltung auf 10 Jahre projiziert, die zeigt, dass dieser Zins nicht so stark ansteigt, sogar ganz im Gegenteil, sogar tatsächlich fällt. Und das ist, oder nicht so stark steigt wie der kurzfristige Zins, vielleicht sollte man das so besser sagen. Und das zeigt auf, dass kurzfristig zwar die Marktteilnehmer damit rechnen, dass der Zins weiter steigt, also die Notenbank an der Zinsschraube dreht, längerfristig aber das Wirtschaftswachstum sich eher abkühlen wird und es eher eine lockere Geldpolitik gibt. Das ist ein klares Tendenz, ein klares Indiz dafür, dass diese Marktteilnehmer beginnen, vorwegzunehmen, dass der Markt in eine Rezession abrutscht. Und das ist eben genau das, was, das lässt sich immer nicht genau sagen, wann es so eintritt, aber es ist ein erstes klares Indiz dafür, dass der Markt genau diese Entwicklung eben beginnt, vorwegzunehmen und sich darauf eben vorzubereiten. Und das wird auch, es ist auch etwas, das lässt sich nicht vermeiden, denn eine Wirtschaft bewegt sich nun mal in Zyklen. Und das wird sich nicht irgendwie durch irgendwelche Ankündigungen, irgendwelche Schuldzuweisungen, so wie Donald Trump es gerne jetzt aktuell ja macht mit der Fed und dergleichen, das lässt sich nicht vermeiden. Ja, auch Donald Trump ist nicht größer als der Markt, um es jetzt mal ein bisschen plumper zu formulieren vielleicht. Und demnach wird früher oder später es eben ganz natürlich zu einer Rezession eben entsprechend kommen, die dann auch mit zum Beispiel sehr wahrscheinlich stärkeren Abschlägen am Aktienmarkt eben sich zusammentut oder verbindet und es dann eben zu einer stärkeren Korrekturbewegung kommt, die im DAX, ich finde zum Beispiel auch realistisch, das Potenzial besitzt, uns unterhalb von 10.000 Punkte zu drücken, auch bis in den Bereich um 8.000 Punkte. Insoweit sind wir nicht unter der 10 oder von der 10 weg gewesen, bis es dann jetzt zu dieser relativ scharfen Gegenbewegung kam der letzten Wochen. Genau, also zurück zu den volkswirtschaftlichen Hintergründen. So kann man aus dem Kolos Fundamentalanalyse, glaube ich, schon einen ersten sehr, sehr interessanten Mehrwert ziehen. Also, das sind jetzt hier keine Einschätzungen, die in irgendeiner Form unsere Handelsentscheidungen beeinflussen, sondern die sind als erstes dazu gedacht, eben eine Idee zu vermitteln, was passiert da überhaupt und vor allem, wie bringe ich mich dann in die Position, damit in meinem Trading eben arbeiten zu können oder zumindest mal ablesen zu können, welche Wirtschaftszahlen sind denn wirklich relevant und welche sind es eher weniger. So, wir wollen uns das jetzt mal anhand eines praktischen Beispiels anschauen. Einen Chart, den ich hier ganz bewusst gebaut habe. Denn ich bin, oh, hoppala, Verzeihung, denn ich bin jetzt hier gleich in der Lage, im Hintergrund tatsächlich so etwas zu machen. Zack, und das Ganze groß zu machen. Aber so weit sind wir noch nicht. So habe ich das nämlich eingestellt. Was sehen wir hier? Wir sehen den gerade schon angekündigten Neuseeland-Dollar auf 1 Wochenbasis, Zeitfenster von ungefähr 2001 bis 2005 oder 2006. Und wir sehen eine ganz klare Aufwertung des Wechselkursverhältnisses. Tatsächlich hat der Neuseeland-Dollar hier in der Spitze bei ungefähr 0,4 notierend damals, 2002, 2001, 2002, tatsächlich dann in der Spitze hier bis Anfang 2000, ach nee, übrigens das 2005, Verzeihung, hat er hier auf über 70 Cent zugelegt, 0,7. Also das ist eine Aufwertung der neuseeländischen Währung und der Aktie auf die neuseeländische Volkswirtschaft in Höhe von 75% zum US-Dollar. So, und jetzt ist es eben so gewesen, dass man in dieser Zeit damals ein verhältnismäßig starkes, positives Wirtschaftswachstum hat erkennen können. Mal kurz hier gucken. Ich habe gerade Schwierigkeiten, meine Maus zu finden. So. So, da ist er. Also, ich ziehe das jetzt mal hier ganz kurz groß. Ja. Man kann erkennen, es gab zwar kurzzeitig mal eine kleine Schwächeperiode hier, so im Fenster ungefähr zweites Quartal, erstes Quartal beziehungsweise zweites Quartal 2013.
Ich würde sagen 2003 natürlich. Aber alles in allem ist die neuseeländische Wirtschaft im damaligen Zeitfenster sehr, sehr, sehr solide gewachsen. Bis dann ungefähr hier im Jahr in 2004 sich begonnen hat, dieses Wirtschaftswachstum relativ deutlich abzukühlen. Also das heißt, was wir hier in diesem Zusammenhang sehen, ist eine Statistik von einer Webseite namens tradingeconomics.com. Ich werde jetzt auch gleich mal hier in diesem Zusammenhang gleich mal die URL in die Chatbox stellen. tradingeconomics.com, die ich jedem wirklich ans Herz lege, sich auf jeden Fall zu Gemüte zu führen. Denn diese Seite ist ein unfassbarer, unendlicher Fundus an fundamentalen News, die man eben sich dann hier ziehen kann. Also auf die einzelnen, also auf Englisch verfügbar, aber alles kostenlos. Das heißt also hier die Indikatoren, die einzelnen Länder, Countries. Und dann sind die aufgeteilt in G20, den amerikanischen Raum, den europäischen, afrikanischen, asiatischen und den australischen und hier eben die G20 aufgelistet. Da kann man auch erkennen, warum ich jetzt diese Währungsräume zum Beispiel gerade mir da habe anzeigen lassen. United States, Euro Area, China, Japan. Das sind also schon mal die Top 4. Dann haben wir Deutschland, wir haben das Vereinigte Königreich, wir haben Frankreich und dann Indien, Italien, Brasilien und dergleichen. Und interessanterweise natürlich, wenn man sich das jetzt hier anschaut, dann wird man feststellen, Australien oder auch ist Neuseeland überhaupt hier drauf? Nein, gar nicht mal. Das sind nicht unbedingt die G7, aber man muss an der Stelle auch der Fairness halber vielleicht sagen, dass wir natürlich in diesem Zusammenhang mit Neuseeland auch eine dahingehend sehr interessante Währung haben, die etwas widerspiegelt, was man als sogenanntes Risk-On messen kann. Risk-On bedeutet so viel wie in Zeiten finanzieller Sicherheit und in denen, wo Rendite gesucht wird, strebst du danach, höher verzinste Währungen zu kaufen. Niedrig verzinste, zum Beispiel in japanischen Yen, aktuell auch der Euro zum Beispiel, eben diese zu verkaufen oder das Geld in diesen Währungen zu leihen und das dann hochverzinst anzulegen. Und das ist etwas, was zusätzlich noch zu dieser Entwicklung hier hinzukommt. Denn wir haben im damaligen Zeitfenster auch an den Aktienmärkten sehr stark positive Tendenz dann gesehen, nachdem es nach dem Platzen der New Economy, also der Internetblase der damaligen, dieses Dotcom-Hypes, zu einer Bodenbildung im Aktienmarkt eben tatsächlich kam. Ja, tatsächlich wurde das im Neuseeland-Dollar schon so ein bisschen vorweggenommen, beziehungsweise das Wirtschaftswachstum in Neuseeland hat schon frühzeitig begonnen, hier Momentum aufzunehmen. In der Tat ist es so gewesen, dass ich glaube, das Tief im DAX bei 2200 Punkten damals in dieser Periode, das wurde markiert im Jahr 2003, wenn ich mich jetzt nicht recht täusche. Das war, glaube ich, 2003, es war nicht 2002. Und demnach ist das allerdings nichtsdestotrotz relativ guter Gradmesser auch dafür, für die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer. Und es hat auch danach noch weitere Aufwertungen eben gegeben. Kommen wir aber zurück zu der volkswirtschaftlichen Theorie und den Zusammenhängen. Also, wir haben eben jetzt hier diese kleine Delle im Wirtschaftswachstum. Und dann ist es ganz interessant, diese Grafik hier unten, die illustriert die Zinsniveaus. Also hier kann man da unten sehen, das ist die Reserve Bank of New Zealand und das Leitzinsniveau. Und wir beginnen im Grunde genommen hier bei 4,75% Zinsen. Also da sieht man übrigens, das ist eine Hochzinswährung. Und dann haben wir eben wirtschaftliches Wachstum, ja, was sich eben hier über einen langen Zeitraum eben positiv darstellt. Und was man erkennen kann, ist, dass stückweise die neuseeländische Notenbank, jetzt natürlich nicht auf jede Datenveröffentlichung, also, man muss das ein bisschen im Großen und Ganzen betrachten. Ja, also, wie gesagt, wir bewegen uns bei der Fundamentalanalyse bei den übergeordneten Zeitebenen und Entwicklungen. Das ist dann eben in diesem Zusammenhang so, dass dieser positiven wirtschaftlichen Entwicklung und diesen Momentum aufnehmen der Wirtschaft eben tatsächlich dann dahingehend gegengesteuert würde, um eine galoppierende Inflation dann im ärgsten Falle entgegenzuwirken, einem zu starken Anziehen der Inflation, des Preisniveaus, dass diesem
dann anziehenden Wirtschaftskreislauf kontinuierlich Liquidität entzogen wird. Und die neuseeländische Notenbank ist dann eben hergegangen und hat dann eben konstant hier den Zins angehoben und ihn für einen längeren Zeitraum ab Juli 2002 interessanterweise, also von hier ungefähr, konstant gehalten. Und es war auch so, dass dieses Konstanthalten jetzt keine wirkliche, oder auch das Anziehen bis dahin des Leitzins, keine wirkliche Delle im Wirtschaftswachstum nach sich gezogen hat, sondern wir haben uns auf relativ hohem Niveau stabilisieren können. Und dann kam es eben zu einem wirtschaftlichen Abschwung. Jetzt müsste ich selber schauen, was da der Grund war, wo das herkam, ob das in irgendeiner Form Naturentwicklung war, die stattgefunden hat, wie auch immer. Fakt ist auf jeden Fall, es kam eben zu einem Abkühlen und die Wirtschaft oder beziehungsweise die Notenbank hat im damaligen Zeitpunkt entsprechend darauf reagiert, hat dann nämlich ab Januar 2003, und man kann das hier relativ gut erkennen, ja, ich ziehe das nochmal ein bisschen groß. Da kennt man nicht ganz so optimal, aber da sieht man Januar 2003 und dann kam das erste Quartal. Da hat man dann eben entsprechend auf diesen Dip mit einer Zinssenkung reagiert und hat dann begonnen, kontinuierlich hier ab der Hälfte des Jahres 2000 und ja, erste Quartal eben den Zins wieder zu reduzieren. Damals dann von 5,75% auf 5%, hat den konstant gehalten auf niedrigem Niveau. Es hat positive Entwicklungen in der Wirtschaft gegeben. Dann hat dann ab dem dritten Quartal 2003 hier hat man dann plötzlich wieder ein starkes Wirtschaftswachstum gesehen, sehr wahrscheinlich begünstigt durch eben das günstigere Geld, was seitens der Notenbank zur Verfügung gestellt worden ist. Und dann hat man eben in den sich sehr positiv darstellenden, in dem sehr positiv darstellenden wirtschaftlichen Umfeld eben konstant wieder ab Januar 2004 begonnen, an der Zinsschraube zu drehen. Und das hat dann wieder dazu geführt, nachdem man den dann von 5 auf 6,5% Zins, 6,5% angehoben hat, dass eben tatsächlich dieses Wirtschaftswachstum dadurch auch wieder so ein bisschen, nee, wurde nicht nur Einhalt geboten, sondern es wurde eben dann auch wieder schwächer und die Wirtschaft, die verlor wieder. Alles in allem bleibt unterm Strich, dass eben tatsächlich diese Zinsanhebungen dazu beitragen, wie gesagt, dass die Währung der jeweiligen oder die Aktie der jeweiligen Volkswirtschaft verstärkt nachgefragt wird in Zeiten wirtschaftlichen Wachstums. Es gibt Kapitalzuflüsse von externen, von ausländischen Kapitalgebern. Die haben eine Wirtschaft vielleicht zum Zeitpunkt damals, vielleicht in Japan oder auch in Europa, wo sie einfach keine wirklich attraktive Rendite für ihr Kapital sehen und sehen einfach eine positive wirtschaftliche Entwicklung. Stichwort Diversifikation vielleicht auch. Vielleicht haben sie einen Teil tatsächlich im jeweiligen Land angelegt. Aber nichtsdestotrotz wollen eben ihr Portfolio diversifizieren und kaufen dann eben hier die Währung oder Anlagegüter in eben einer aufstrebenden Wirtschaft, wie zum Beispiel Neuseeland, und haben dann oder versprechen sich durch den Zinsvorteil eben eine überdurchschnittlich positive Rendite, die sich dann dahingehend auch widerspiegelt, dass eben kontinuierliche Kapitalzuflüsse in diesen Währungsraum zu einer Aufwertung der jeweiligen Währung führen. Ja, so im Großen und Ganzen dann das Beispiel zwischen 2002 und 2005 Neuseeland, wie die RBNZ agiert hat auf dieses Wirtschaftswachstum und eben dann auch auf die kontinuierliche Zunahme eben hier im Wechselkursverhältnis neuseeländischer Dollar, was natürlich auch einen bremsenden Effekt hat, zum Beispiel auf die Inflation wiederum. Das heißt also, zwar einerseits wird die Inflation angekurbelt durch diesen laufenden Wirtschaftszyklus und diese positive Entwicklung in der heimischen Wirtschaft. Nichtsdestotrotz durch eine starke Währung natürlich, aber auch im Kern erstmal dafür, dass eben dann weniger Güter zum Beispiel aus dem jeweiligen Land, aus dem Ausland nachgefragt werden. Also man bremst dieses potenzielle Importieren einer Inflation. Und das steht auch wiederum natürlich so ein bisschen, also es ist ein selbstregulierender Effekt, wenn man so möchte, steht dieser Entwicklung eben seitens der Notenbank dann entgegen, für eine anziehende Inflation zu sorgen. Wobei in Zeiten solch eines Wirtschaftsaufschwunges, im normalen Wirtschaftszyklus, eben in der Tat dann dieser Effekt, dieser selbstregulierende Effekt, mehr als überkompensiert wird, erstmal durch das wirtschaftliche Wachstum im eigenen Land. So, es gibt natürlich auch das Gegenbeispiel. Das Gegenbeispiel, das ist der Euro zum US-Dollar oder die Eurozone, EZ kurz genannt, als Beispiel ab 2008. Und wie hat die EZB darauf reagiert? Wir können relativ gut hier erkennen, das ist noch das Jahr 2009 und dann ganz besonders hier diese scharfe Abwertung im Euro damals von über 1,50, dann bis hier runter, bis in den Bereich um 1,20 in relativ kurzer Zeit. Das ist auch nur ein Ausschnitt. Es hat ja zwischenzeitlich sogar nochmal eine schärfere Abwertung gegeben. Ab 2015, nachdem die EZB
ihr sogenanntes QE-Programm lanciert hat, wonach sie dann begonnen hat, den schon bei nahezu null befindlichen Leitzins noch weiter künstlich zu drücken durch das Aufkaufen von Staatsanleihen. Und wir wissen um die negative Korrelation zwischen Anleihen und Zinsen. Das heißt also, der Anleihekurs steigt, das sollte den Zins drücken. Wenn ich jetzt als Notenbank dann hergehe und die Anleihen kaufe und oder als Teilnehmer am Markt auftritt und das auch offen kommuniziere, dass ich zum Beispiel Marktteilnehmern dann sage, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, wir treten allerspätestens am Sekundärmarkt als Käufer in den Markt. Das ist übrigens auch einer der Gründe gewesen, wie man es dann geschafft hat, die rechtliche Komponente abgesegnet zu bekommen. Eigentlich ist es nämlich der EZB verboten, und zwar ganz ausdrücklich sogar, Anleihen zu kaufen von europäischen Mitgliedstaaten, denn das ist nichts anderes als eine Staatsfinanzierung. Anleihe ist ja nichts anderes als im Grunde genommen ein Kredit, den ein Land bei einem Investor aufnimmt. Und jetzt ist es eben so, dass wenn diese Anleihe dann ausgegeben wird und eine staatliche Institution oder es ist zwar eine unabhängige Institution, aber eine Institution eben wie beispielsweise die Europäische Notenbank dann auftritt und diese Anleihe kauft, dann ist das eine direkte Staatsfinanzierung. Und es wurde dann wie heißt dann das Gericht nochmal? War es der Europäische Gerichtshof schon? Oder war es das Verfassungsgericht in Karlsruhe, was darüber befunden hat? Ich bin da jetzt ein bisschen gerade durcheinander. Es spielt aber auch nur im Strich keine Rolle. Es wurde tatsächlich dann juristisch argumentiert, dass es ja der Sekundärmarkt ist, an dem gekauft wird. Also das heißt keine wirklich öffentliche Börse ist, sondern dass das ja, ja eben am Sekundärmarkt, nicht am Primärmarkt geschieht. Was natürlich allerdings eine witzige Überlegung ist, weil logischerweise haben die Auswirkungen eines Käufers am Sekundärmarkt, wie die EZB jetzt aufgetreten ist, besonders ein großer Käufer, natürlich Auswirkungen auf die Entwicklung am Primärmarkt. Logischerweise, wenn ich weiß, als Käufer am Primärmarkt, dass ich meine Bonds, egal kostet es, was es wolle, am Sekundärmarkt abgestoßen bekomme an die EZB und die tritt auf jeden Fall als Käufer auf, ja, dann kriege ich natürlich dann auch entsprechend starke positive Tendenzen in der Anleihekursentwicklung auf der Oberseite zu sehen, die natürlich drückend auf den Zins sich auswirkt. Also das erstmal jetzt zur Theorie hinter dem Thema QE. Fakt ist auf jeden Fall, dass eben auf diesen wirtschaftlichen Abschwung, dann auch die sich abzeichnende Euro-Schuldenkrise, explodierenden Schulden und dergleichen, dass eben die EZB entsprechend reagiert hat. Sie hat nämlich begonnen, dann eben entsprechend den Zins zu senken, und zwar sehr aggressiv zu senken, von über 4% auf Verzeihung übrigens, ich muss mal kurz hier zack, den rausziehen. Und zwar dann nämlich hier auf 1% und auch in der Folge noch weiter gesenkt eben tatsächlich. Und natürlich hat das dazu geführt, dass dann eben ganz besonders ab dort 2009, nachdem eben der Zins, er hätte noch weiter gesenkt werden können und wir wissen mittlerweile auch, er ist weiter gesenkt worden, aber nichtsdestotrotz, man hat dann bereits begonnen, mit solchen Maßnahmen zu arbeiten. Eben zum Beispiel sogenannte TLTRO, nee, Moment, LTRO ist falsch, LTROs zum Beispiel, wo man gesagt hat, man stellt zweckgebundene Liquidität zur Verfügung. Alles in der Tat nur mit einem einzigen Ziel. Da kommt jetzt eben dieses Aufblähen der Bilanz, der EZB-Bilanz zum Tragen, eben, dass man begonnen hat, eben hier, das ist jetzt übrigens da, nur dargestellt, eben als, mal kurz gucken. Oje, wie viele Milliarden sind das an der Stelle? Ich bin mir nicht sicher, ob das so richtig dargestellt ist. Wir sind nämlich, das ist 10.000 Millionen. Ich glaube ja, ich glaube, das ist dargestellt in 10.000 Millionen auf jeden Fall. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Es sei aber vollkommen unerheblich. Also das ist ein Ausschnitt aus der Entwicklung der EZB-Bilanz, also das heißt des Balance Sheets. Welche dann eben begonnen wurde aufzublähen in Ergänzung zu den Zinssenkungen. Und das hat dazu geführt, und das kann man eben dann auch relativ gut erkennen, ab hier 2009, als sich das dann nach oben auch beschleunigte, das hat eben zu einer relativ starken Abwertung hier dann des Euros, in dem Fall damals zum US-Dollar geführt. Das sind natürlich zwei besondere Währungsfälle in dem Fall, weil natürlich auch die Fed zum damaligen Zeitpunkt mit entsprechenden geldpolitischen Stimuli gearbeitet hat. Nichtsdestotrotz, an dieser Stelle sei erwähnt, dass eben diese künstliche weitere Senkung dann des Zinses, zwar nicht des Leitzinses, aber des Zinses, so wie wir ihn am Markt vortreffen, dass eben entsprechend natürlich negative Auswirkungen auf die jeweilige Währung
dann hat, die davon betroffen ist. Und infolgedessen ist eben ganz natürlich zu einer entsprechenden Abwertung dann der eigenen Währung kommt. Und alles eben mit dem Ziel der Wirtschaft, mehr günstige Liquidität in Zeiten eines wirtschaftlichen Abschwungs zur Verfügung zu stellen, um eben dieses wirtschaftliche Wachstum dann auch wirklich auf den Weg zu bringen. Was aber, wie Janis Varoufakis ja beispielsweise auch schon sagte, natürlich auch eine Frage dann des Vertrauens in die Wirtschaft ist. Und wenn das nicht gegeben ist, wenn dieses Geld nicht nachgefragt wird, dann sieht man eben, das war auch lange Zeit ja ein Thema, dann sieht man eben, dass die Nachfrage nach Krediten im privaten Sektor eben nicht so stark ist, wie es das Wirtschaftswachstum eigentlich bedarf. Und das ist so ein Dilemma, in dem sich dann auch entsprechend die jeweilige Notenbanken wiederfinden. Mehr zu diesem Thema, wie gesagt, dann in der nächsten, ich nenne es mal Vorlesung, dann zum Thema Leitzinsen, wenn wir uns das nochmal ein bisschen detaillierter betrachten. Und jetzt zusammengefasst, also Wirtschaftswachstum und auch das Leitzinsniveau beeinflussen Bewegungen am Devisenmarkt ganz offensichtlich in erheblichem Maße. Ich habe mir jetzt zum Beispiel an der Stelle jenes gespart, wo ich die Entwicklung seitens der Bank of Japan einfange, dann mit ihrem Abenomics ab 2012 verkündet. Das ist eine Thematik, die habe ich in meinem Buch Forex Trading zum Beispiel aufgegriffen. Ich stelle mal vielleicht kurz den Link hier auch in die Chatbox. Also ich hatte nämlich schon mal 2014 in einem Buch veröffentlicht und da ging es dann auch ein bisschen im Zusammenhang eben mit volkswirtschaftlichen Auswirkungen und dergleichen. Das war ein Thema, dem ich mich da gewidmet habe, was auch ein super spannendes Thema ist. Ich bis zum heutigen Tag allerdings bedauere, dass ich damals zum Beispiel sagte, es kann gar nicht, also ich hatte auch dort negative Zinsen thematisiert. Ich müsste jetzt tatsächlich die Stelle raussuchen, um es genau dann einzufangen. Aber hatte dann dort ausgehend auch von eben dieser Überlegung, dass das Zinsniveaus nicht negativ werden können, also jedenfalls nicht in der volkswirtschaftlichen Theorie, hatte dann eben eine Handelsidee diesbezüglich eben formuliert gehabt. Es hat sich dann in der Folge herauskristallisiert, dass es nicht nur auf damals 2 Jahre eine negative Zinsentwicklung gibt, sondern die sind mittlerweile, glaube ich, bis 8 Jahre auf deutsche Bonds sogar negativ geworden. Ich hatte auch in dem Zusammenhang zum Beispiel die Manipulation des Wechselkursverhältnisses Euro-Schweizer Franken thematisiert und dergleichen. Also man kann da mittlerweile sehr, sehr interessante Nachbetrachtungen anstellen und auch ein sehr, sehr rundes Gesamtbild zeichnen, was allerdings nicht innerhalb von 5 Minuten gemacht ist, sondern wo man sich dann längere Zeit intensiv damit auseinandersetzen muss, was aber nicht nur aus tradingtechnischer Sicht Mehrwert bietet, sondern warum mich das auch sehr fasziniert, diese Thematik, ist ganz klar, es bringt dich einfach mal auch in dann gesellschaftspolitischen Diskussionen, wirtschaftspolitischen sowieso, einfach mal ganz nach vorne. Also du merkst, wenn du dich mit der Materie auseinandersetzt und diese Zusammenhänge verstanden hast, dann bist du auch in der Lage, ganz bestimmte politische Positionen viel, viel besser zu verstehen und kannst auch diese zum Beispiel dann in Diskussionen wunderbar mit einfließen lassen, die anderen zumindest meistens mit staunenden Gesichtern eben zurücklassen auch viele Argumente, die dann gerne gebracht werden, eben in der Lage sind zu entkräften, ja, also wo dann gerne auch auf soziale Entwicklungen verwiesen wird und so weiter. Du sagst, das ist ja schön und gut, aber im Großen und Ganzen betrachten wir uns doch mal das volkswirtschaftliche Gesamtbild ganz kurz. Dann fängst du da an, 1, 2, 3 runterzuzählen und sagst, jetzt nochmal ganz kurz im Zusammenhang mit der sozialen Verantwortung, die wir tragen, die haben wir in der Tat, aber die sollten wir an dieser Stelle zum Beispiel angehen und zwar vernünftig und zum Beispiel, und da sind wir wieder bei solchen Charakteren wie Janis Varoufakis, nicht dadurch angehen, dass wir Ländern, die Schulden, die sie machen, wahrscheinlich nicht in der Lage sind zurückzuzahlen, noch mehr Schulden machen lassen und noch mal Kredite geben, sondern diese Probleme eben versuchen anderweitig zu lösen. Und alleine deswegen lohnt sich diese Thematik auf jeden Fall, sich damit näher auseinanderzusetzen. Bevor wir das aber jetzt weiter thematisieren, also Link habe ich in die Chatbox gestellt. Also wir wollen uns jetzt im Zusammenhang eben mit diesen Hintergründen in den folgenden Tagen in diese einzelnen Rädchen im Getriebe ausgehend von ihrer Signifikanz näher anschauen. Und hoppala. Und in dem Zusammenhang eben diese Grafik, die findet man dann auch im Teachable-Kurs, und zwar von oben nach unten bezüglich ihrer Signifikanz. Also alles fängt an mit dem Bruttoinlandsprodukt, dem Wirtschaftswachstum. Und dann haben wir eben entsprechend hier die Leitzinsen und auch die Inflationsrate, die ganz offensichtlich ganz wesentlich von der Notenbank abhängt. Arbeitslosenquote müsste wahrscheinlich sogar ein Stück weit höher sitzen, aber auch der werden wir uns natürlich im Zusammenhang mit den Non-Farm Payrolls definitiver widmen.
Hängt auch zusammen mit dem Einkommen. Also dann kommt auch zum Beispiel eine Erklärung, besseres Verständnis wahrscheinlich dafür, warum sind denn diese sogenannten Average Hourly Earnings so interessant? Das sind die durchschnittlichen Stundenlöhne. Plump gesprochen, weil jemand, der durchschnittlich mehr pro Stunde verdient, unterm Strich auch mehr in der Tasche hat und ausgehend hiervon logischerweise seine Konsumneigung zunimmt, die natürlich dazu führt, dass die Gesamtwirtschaft dann entsprechend stärker wächst, das entsprechende Auswirkungen auf die Inflation hat, das Leitzinsniveau der jeweiligen Währung eben anzieht und dann eben infolgedessen hier folglich auch das Wirtschaftswachstum in der Währung, der Volkswirtschaft der Betroffenen steigt und das wiederum positive Auswirkungen auf die jeweilige Währung hat. Und natürlich umgekehrt. Ja, und so wollen wir uns eben in diesem Zusammenhang diesen einzelnen Faktoren widmen. Ich komme noch mal kurz auch zu sprechen auf diesen High Impact zum Verbrauchervertrauen, Consumer Confidence im Englischsprachigen. Lass mal hier kurz zeigen. Den muss ich übrigens hier zumachen. So. Verbrauchervertrauen, das wird morgen 16 Uhr veröffentlicht. Aber es ist kein Zufall, dass ich das jetzt gerade eben so weggeschoben habe. Es hat einfach in diesem Baum kaum eine wirkliche Signifikanz. Also es spielt zusammen mit der Konsumneigung, auch in dem Zusammenhang Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung und dergleichen, ist aber im derzeitigen Marktumfeld eher eine Komponente, die hinten runterfällt und die keine so wirklich große Auswirkung eben tatsächlich hat. Das, was aktuell interessiert, sind eben die Notenbankentscheide rund um die Leitzinsen, Inflationsrate, Arbeitslosenquote bzw. Einkommen. Ja, Konsumneigung auch in gewisser Form, da sind wir dann auch bei den sogenannten Einzelhandelsumsätzen, Retail Sales zum Beispiel, oder auch Einkaufsmanager-Indizes, weil die eben eine Projektion in die Zukunft geben und wie eben die Manager, die diese Unternehmen, die Leute anstellen und die Löhnen eben entsprechend versorgen und dergleichen, wie die eben diese wirtschaftliche zukünftige Entwicklung eben einschätzen. Das sind die aktuell wichtigen Faktoren. Verbrauchervertrauen zählt da derzeit einfach schlichtweg nicht zu. So, und final wollen wir uns kurz mal eben diesem Bruttoinlandsprodukt widmen. Ja, das allerdings nur ganz kurz durcharbeiten, weil im Großen und Ganzen das zwar eine Signifikanz hat, klar, es ist der oberste Bereich, um den sich alles im Großen und Ganzen dreht, aber tatsächlich viel interessanter aktuell eben die Entwicklung ist rund um diese einzelnen Zahnrädchen, besonders Leitzinsen, Inflation, Arbeitslosenquote oder Arbeitsmarkt, die eben dann tatsächlich Auswirkungen darauf haben. Und das im Grunde genommen nur so das Endprodukt ist und das hat nur dann wirklich eine Signifikanz, wenn es dort über die nächste Datenveröffentlichung zum Beispiel eine entsprechend starke Anpassung auf der einen oder anderen Seite gibt. Also eine Anpassung, die dann vorgenommen wird, zum Beispiel von einer von der Politik, vom Handelsministerium hier oder von einer großen Investmentbank, Goldman Sachs zum Beispiel, macht da immer sehr gerne Projektionen und dergleichen. Das kann dann entsprechende Auswirkungen haben. Das Bruttoinlandsprodukt, grob gesprochen, gibt Auskunft über den Wert aller Waren, Dienstleistungen, die in einem Jahr innerhalb der Landesgrenzen einer Volkswirtschaft eben produziert wurden. Ich habe es dann sehr plump gehalten. Was ist das Ziel der ganzen Sache? Mehr. Ja, einfach mehr Bruttoinlandsprodukt, mehr Wirtschaftswachstum, also zumindest so, wie sich das auch in unserer heutigen Zeit, in der Konsumgesellschaft, in der wir uns befinden, darstellt. Das Ziel ist eben immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Einziges Problem bei der ganzen Sache, es ist eben ein Zyklus und es geht nicht immer mehr, sondern es muss früher oder später mal zu einer in Anführungsstrichen eben Delle kommt. So, dann, ich hatte das gerade eben jetzt auch schon diverse Male gesagt, wir fassen es nochmal kurz zusammen. Steigerung des BIPs deutet eben auf Wirtschaftswachstum hin, was wiederum ausländische Investoren anzieht, die die Währung des wachsenden Landes kaufen. Es gibt dann Kapitalzuflüsse, was dann die Währung zur jeweiligen Gegenwährung aufwerten lässt. Also im Grunde genommen ist der Devisenhandel ganz besonders, der Währungshandel, nichts anderes als der Handel von volkswirtschaftlichen Ausblicken, die wir selber haben, Spekulationen übergeordnet, dann dahin, welches Land hat ein größeres Wirtschaftswachstum, welches Land hat ein weniger großes Wirtschaftswachstum. Also wenn wir das aus investorentechnischer Sicht betrachten. Als Trader, Euro-Yen zum Beispiel, jetzt in dem Zusammenhang, da spekulieren wir nicht auf die wirtschaftliche Entwicklung, sondern auf ein identifiziertes Muster, welches sich anhand einer entsprechenden Handelsspanne zu gegebenen Parametern eben entsprechend profitabel handeln lässt. Aber insgesamt ist es dennoch so, dass ich, auch wenn ich basierend darauf jetzt keine kurzfristigen Trades eingehe, immer gerne wissen möchte, was ich initial auch sagte, welche News sind denn aktuell relevant und welche Auswirkungen kann das eben dann entsprechend auf dann vielleicht auch bestehende Trades haben und wo ich gerne vermeiden möchte, dann negativ überrascht zu werden. Wobei negativ überrascht jetzt nicht bedeutet, dass ich dann irgendwie ein Problem damit hätte, ausgestoppt zu werden, sondern negativ überrascht bedeutet, dass ich gerne wissen möchte,
wie viele Marktteilnehmer denn wahrscheinlich auf dieses News-Event gucken. Und desto mehr Marktteilnehmer nämlich drauf schauen und desto stärker die Liquidität zu diesem Zeitpunkt austrocknet, desto größer die Gefahr von etwas, was wir im Bereich der Markttechnik mal thematisiert haben, desto größer die Gefahr von sogenannter Slippage, was für mich natürlich aus risikotechnischer Perspektive eine ganz, ganz wesentliche Komponente ist, die mein Handel auch beeinflussen sollte. Auch hinsichtlich zum Beispiel meiner Positionsgröße, so wie ich die Trades eben dann aufsetze. Umgekehrt eben, Rückgang des BIPs deutet auf Kapitalabflüsse eben hin von ausländischen Investoren, ausgehend nämlich von dem abnehmenden Wirtschaftswachstum. Und demnach sollte dann die entsprechende Währung zur Gegenwährung abwerten, sollte sich die Wirtschaft negativer entwickeln. Und ja, somit wäre es das in diesem Zusammenhang eben tatsächlich dann schon gewesen. Im Zusammenhang mit eben jetzt der Einführung und einem kurzen Blick auf eben das Bruttoinlandsprodukt. Ich schaue jetzt mal ganz kurz, aber ich glaube, morgen müsste das eigentlich so sein. Ich gucke mich eben auf die Agenda, die ich hier haben sollte. Dann wird es morgen so sein, dass wir uns dem Thema Leitzinsen widmen dürften. Einen Augenblick, ich mache mal ganz kurz hier nochmal das Word-Dokument auf, wo das drin steht. Dauert jetzt ein bisschen. Drei, zwei, eins. So, da sind wir. Genau, morgen ist Thema Leitzinsen. Genau, und dann gucken wir auch auf die EZB nochmal ganz genau. Wir schauen uns die Inflationsrate an. Also das heißt, ausgehend hier von den. So. Ich glaube, jetzt bringe ich gerade meinen Rechner an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit. So, also da werden wir uns diesen zwei Tabs hier widmen, Leitzinsen und Inflationsrate, und werden uns dann in dem Zusammenhang auch nochmal die EZB der vergangenen Woche eben anschauen. Ich schaue es nochmal eben ganz kurz hier. Frage zu FX Blue. Es besteht eine Möglichkeit, nein, also für FX Blue kann man mehrere Konten anbinden, ja, aber die kann man nicht dann in einer Plattform sich anschauen, sondern was dann möglich ist, eine Möglichkeit ist, dass man so ein sogenanntes Portfolio erstellt. Dazu könnten wir gesondert nochmal eine Einführung machen. Das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen hier ein bisschen sprengen. Ich könnte das nochmal auch vielleicht separat in ein Dokument niederschreiben, wie das geht. Also man kann solche sogenannte Portfolios kann man erstellen. Und ja, final, das ist eine Frage, die Rüdiger stellt. Und zwar, was versprechen sich die Schweizer durch ihre Negativzinspolitik? Genau dasselbe wie auch andere Länder, zum Beispiel die Eurozone oder zum Beispiel auch Schweden hat es eine ganze Weile gemacht. Die versuchen, Kapitalzuflüsse eben zu vermeiden. Also das heißt etwas anders formuliert, die wollen auf Gedeih und Verderb in dem derzeitigen Marktumfeld, das hört sich erstmal komisch an, weil warum sollten Sie das tun? Denn es sollte doch eigentlich Kapitalzuflüsse, dass wir einen positiven Auswirkung auf die Schweizer Wirtschaft zum Beispiel zu sehen bekämen. Also das sollte doch eigentlich im Sinne eines jeden Landes sein. Das ist richtig, aber im derzeitigen Umfeld, in dem wir uns befinden, ist es tatsächlich so, dass eben der Fokus auf einer möglichst schwachen Währung liegt, weil rund um den Globus die großen Währungsräume eben versuchen, ihre Währung möglichst durch dann das Erlangen von Vorteilen aus handelstechnischer Sicht eben möglichst schwach zu halten. Heißt also etwas anders, wenn ich das zulasse, dass meine Währung zu stark wird in Relation zu anderen Währungen, dann passiert Folgendes: Ich würge mir eventuell mein Wirtschaftswachstum selbst ab, eben durch die negativen Effekte, die das auf dem Export, auf meinen Exportsektor hat, beziehungsweise es ist so, dass natürlich auch dann in diesem Zusammenhang die Gefahr der jeweiligen Notenbank gesehen wird, dass zum Beispiel andere Ziele wie Preisstabilität und dergleichen gefährdet werden. Also die Schweizer sind bekannt dafür, ja ein relativ konstantes Inflationsniveau schon lange, lange Zeit zu haben. Und das wollen sie auf jeden Fall beibehalten. Und das ist ein Ziel, was sie verfolgen, eben durch ihre Negativzinspolitik. Und ja, und dann eben entsprechend in diesem globalen Abwertungswettrennen, was dort stattfindet, der einzelnen Währung, eben mithalten zu können, muss besonders ein Land, welches so attraktiv gesehen wird von ausländischen Investoren, eben entsprechend sehr aggressive und teilweise auch hasardeurartig anmutende Maßnahmen wie zum Beispiel eine aggressive Negativzinspolitik initiieren. Gut.
Ja, das sei es meinerseits erstmal gewesen. Dann hören wir uns morgen wieder. 18 Uhr, dann zu dem Bereich Leitzinsen, Inflationsrate. Ich wünsche euch einen schönen Abend und die Aufzeichnung stelle ich zeitnah natürlich dann im Teachable-Kurs zur Verfügung. Lest vieles von dem. Ich glaube, das ist eine Sache, das beinhaltet das Thema Fundamentalanalyse. Es bedarf einigem an Arbeit, was man, wie gesagt, reinsteckt. Moment, das war der falsche. Hier. Demnach würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, im Anschluss an jedes Webinar nicht euch zwangsläufig nochmal die Aufzeichnung anzuschauen. Das könnt ihr ergänzend gerne tun und ist sicherlich auch nicht verkehrt, aber auf jeden Fall hier das durchzulesen und euch auch Stichpunkte zu machen, auch Fragen herauszuschreiben. Auch gerne diese Fragen zu stellen, so wie Rüdiger jetzt zum Beispiel, weil das nochmal in der Lage ist, auch das nochmal so ein bisschen klarer vielleicht darzustellen, warum dieser oder jene Schritt eben gewählt wird. Ich kann nur eins versprechen, es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und gibt einem trading-technisch auf jeden Fall einen Mehrwert. Und ja. Insofern war es das meinerseits erstmal gewesen. Wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Abend. Happy Trading. Passt eure Stops auf. Habt eine gute Nacht. Schlaft gut. Ja, träumt was Schönes. Trading möglich, vielleicht mal ausschalten für ein paar Minuten. Morgen hören wir uns dann entsprechend wieder. Arbeitet es einfach durch. So stückweise, häppchenweise. Und wie gesagt, dann hören wir uns morgen wieder. Ich freue mich auf jeden Fall. Bis dahin. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.